dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Eine weitere intensive Vorbereitungswoche liegt hinter der Mannschaft von Cheftrainer Thomas Hossmann. Neben umfangreichen Spielformen, in denen an taktischen Abläufen gearbeitet wurde, standen in dieser Woche auch ausgiebige Athletik- und Krafteinheiten auf dem Programm. Nach ihren auskurierten Verletzungen konnten auch erstmals Sören Bertram und Philipp Harand wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. 3 Wochen vor dem Auftakt in Liga 3 achtet das Trainerteam auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einheiten mit und ohne Ball und legt dabei großen Wert auf ausreichende Regeneration. Aus dem Testspiel am Dienstag gegen den FC Erzgebirge Aue bereitete Spielanalyst Kevin Walicek ausgewählte Szenen auf, die anschließend in einer Videoanalyse ausgewertet wurden. Abwehrspieler Dominik Ernst macht weiterhin gute Fortschritte im Aufbautraining, um schnellstmöglich zurück ins Teamtraining zu gelangen. Des Weiteren unterzogen sich unsere Jungs einer orthopädischen Untersuchung durch die Mannschaftsärzte Dr. Stefan Wiegand und Dr. Jan Schüttrum. Neben der Kommunikation auf dem Platz kam das Team auch in dieser Woche außerhalb der Einheiten zusammen, um sich bei gemeinsamen Mahlzeiten austauschen zu können. Die Mannschaft wächst weiterhin zusammen und freut sich bereits auf das nächste Testspiel am morgigen Samstag, wenn Regionalligist SV Rödinghausen in Magdeburg gastiert. Das Kontingent von 250 Tickets ist vollständig ausgeschöpft. Anstoß ist um 14 Uhr auf Platz 2 an der MDCC Arena.